Der drängt sich immer in die Meine Frau hat mir gesagt, ich soll nicht in Lederhosen. Ich sehe nicht alle aus hier heute. Was denn? Ach so. Komm, ich hab's gut. Ja, wir sind alle gespannt. Lieber Herr Bürgermeister, liebe Gäste, beim Oktoberfest, das erste in Rüttenscheid, herzlich willkommen. Wir hatten vor 3 Jahren angefangen, Rübenus pur zu entwickeln. Und nach dem ersten Fest fragten Gäste, kann man hier nicht auch ein Oktoberfest und einen Weihnachtsmarkt machen? Diese Frage kriegte ich auch im zweiten Jahr gestellt. Dann haben wir uns zusammen hingesetzt mit mehreren und die Entwicklung sehen Sie heute. Hinter uns steht das Prachtzelt. Von Ihnen werden Sie es gleich kennenlernen. Es hat Spaß gemacht in der Vorentwicklung, in der Vorbereitung. Jetzt die letzten 10 Tage waren sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wir sind fertig geworden. Wir freuen uns jetzt alle. Und dann haben wir noch kurz noch ein Wort, ein Dankenswort an die Menschen, die hier daran beteiligt waren. Da muss ich mir aufschauen, sind ein paar mehrere. Ich bedanke mich erstmal bei dem Hausherrn, dem Messe Essen, die uns das Grundstück zur Verfügung gestellt hat. Auch die Hilfe, die wir dazu gekriegt haben, logistischerweise. Ich bedanke mich bei König Ludwig, die es geschafft haben mit dem Wiesenbär und auch mit ihrem ganzen Know-how, dass das hier zum Stehen kommt. Dazu hat sich persönlich der Michael König sehr stark arrangiert, auch für herzlichen Dank, Michael. Ich bedanke mich auch bei der Firma Kampmann & Co., bei dem Inhaber Robbie Bartling und bei meinem Freund Rolf Korbmann, auch mal sehr fleißig wieder. Die Firma Negermann, großen Beistand geleistet. Und Dank an unseren Zeltbauer, der seit über einer Woche hier am Arbeiten ist, Familie Brügging. Herzlichen Dank, gute Arbeit gemacht. Danke. Firma Elektroschneider, immer zu bei uns, wenn es hier brennt und wenn es tropft und wenn es qualmt. Auch dafür herzlichen Dank. Danke auch an die EMG, Dieter Groppe und Co. Auch super Arbeit gemacht, tausend Dank. Ich bedanke mich bei meiner Mannschaft, die hier jetzt den Aufbau gemacht haben. Die haben Tag und Nacht gearbeitet. Ich sage jetzt schon mal ein Dankeschön an die Mannschaft, die ab jetzt ackern muss bis übernächsten Sonntag. So, Herr Bürgermeister, bevor wir gleich das Fass anschlagen möchten, möchten Sie doch bitte ein paar Worte sagen. Das mache ich gerne, sehr geehrte Ritzebucher, meine lieben Gäste. Danke. Also ab heute heißt das hier nicht Glück auf, sondern ab heute heißt das Grüß Gott für einige Tage. Und ich glaube, die Bedingungen dafür, die sind wunderbar. Das Festzelt ist gerade schon erwähnt worden. Ich denke, das Bier steht kalt, die Brezeln stehen auf und selbst ein Biergarten ist da. Das heißt, die Bedingungen sind schon wunderbar. Und das Schönste ist natürlich an einem Fest sind die Gäste. Und deshalb sind Sie auch ganz wichtig und freue mich, dass ich Sie zum ersten Oktoberfest dieser Größenordnung in Essen begrüßen darf, hier auf dem Platz der Messe Essen. Was mir bleibt, ist, dass ich auch Danke sage. Und zwar Danke an die Initiatoren dieser tollen Idee. Weil ich finde es immer wichtig, dass man Menschen zusammenbringt, dass man Kontakte möglich macht und das macht ja letztendlich auch das Leben in einer Stadt aus. Und letztendlich finde ich es auch gut, wenn man hier zusammenkommt, feiert und dabei Geld ausgibt. Weil das Geld ausgeben, das hat ja auch damit zu tun, dass wir hier so ein bisschen die Wirtschaft stärken. Nicht nur jetzt die Wirtschaft im eigentlichen Wortsinne, sondern die große Wirtschaft auch. Und das ist ja hier so, was im Kleinen passiert, passiert ja auch drüben bei der Messe Essen im Großen. Denn da kommen auch Menschen zusammen, da wird auch Geld ausgegeben. Da kommen zum Beispiel 1,4 Millionen Menschen jedes Jahr zusammen, die in Essen an der Messe Essen Geld ausgeben. Deshalb renovieren wir die ja auch. Und das Oktoberfest in München,
das Oktoberfest in München in diesem Jahr, glaube ich, 7 Millionen. Also 7 Millionen München, 1,4 Millionen Messe Essen. Sie fangen an. Ich hoffe, Sie haben demnächst auch ganz, ganz viele Gäste hier. Was heute begonnen wird, das soll eine schöne Tradition werden. Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. Und jetzt mische ich mal Glück auf und grüß Gott.